Hallo Leute, willkommen zurück zu Harvest Moon. Ja, ich hoffe, die Probleme sind inzwischen jetzt behoben alle und dass alles schön läuft nun. Gut, dann schauen wir mal. Ja, unsere Gurken können werden. Ich weiß, ich habe vielleicht jetzt im Frühling etwas zu wenig angebaut und zu wenig Geld verdient. So, eine Gurke nehmen wir noch und rein damit. Denn diesmal hole ich mir vom Kappa die, und ich habe da einmal vergessen, was zu gießen, sehe ich gerade. Denn diesmal holen wir uns vom Kappa die Beere. Ich mache davor wieder einen Safe State, aber denn ich will nicht irgendwie Gurken verschwenden. Falls er es mir mit 3 Gurken nicht gibt, kann ich es ihm sowieso jetzt nicht geben. Genug Gurken. So, rein da mit den Gurken. So, du auch noch. Ja, und die zwei noch. Moment. So, da schon. Wow, jetzt habe ich schon geglaubt, ich werfe sie daneben. So, und Gurke 1, Gurke 2 und Gurke 3. Sehr schön. Und los geht's. Auf zum Berg. Zum Kappa. Gut. Wir haben schon 9 Uhr. Ja, seht, Ernten braucht etwas Zeit und das wird dann im Sommer noch länger dauern, da ich ja viel mehr anbauen werde. Da ist der Typi. Okay, da zwischen diese beiden Bäume, zwischen diese beiden, nein, hierher, wo diese Bäume sind, und rein damit. Da kommt keiner. Verdammt! Ich habe kein Safe State gemacht. Ich Trottel. Bin ich stehe falsch? Ich weiß nicht. Nein, da komme ich nicht rein. Ich habe einen Blödsinn gemacht. Scheiß drauf. Eine Gurke ist weg. Was soll's? Ich habe jetzt voll auf den Safe State vergessen. Und vielleicht funktioniert das auch nur bei sonnigen Tagen. Ich weiß es nicht. Egal. Die Beere muss bis zum nächsten Frühling warten. Moment, wir müssen hier sein. Du kommst mit. Denn das müssen wir unserer Angebeteten bringen. Mary mag die Dinger und in die Höhe kümmern wir uns dann auch noch. So, jetzt erst mal. Ja, gucken. Whoops. Schön verkaufen. Ja. Und ab in Stuff. So, und falls Kühe werde ich mir erst im, weiß ich gar nicht, wann ich mir Kühe zulegen werde. Spätestens im Winter werde ich mir eine Kuh zulegen. Denn im Winter werde ich Kühe und Hühner als Haupteinnahmequelle halt haben. Ja, hallo Mary, hier bitte für dich. Ja, das darfst du behalten. Jetzt gib mir ein blaues Herz. Möchtest du mir nicht beibringen, auf einer Farm zu arbeiten? Ich bin hier im Dorf, also sollte ich alle möglichen Dinge lernen. Yeah, sind blaues Herz, yeah, wir rasten voll aus, wir werden vollkommen wahnsinnig. Sie mag uns. Ja, nein, das lassen wir jetzt. Wir rennen jetzt nicht vollkommen wahnsinnig geworden durch das Dorf vor lauter Freude. Also, wir machen uns jetzt wieder die Arbeit und kümmern uns um unsere Hühner, denn wir sind glücklich, weil wir haben ein blaues Herz. Yay! Hurra! Moment, ich habe was gesehen, was mir nicht gefällt. Weg damit dir, ey. Jetzt schon mal überhaupt nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Wie gesagt, da oben werde ich 3 Ananas anpflanzen. Und hier zweimal Mais. Apropos, was ich noch schauen will, also das kann ich eben starten, machen wir gleich. So, das erste Mal, wie viel Hühnerfutter habe ich noch? 48, gut, das sollte reichen.
fürs erste Mal und 259. Wir brauchen 500, um unseren Hühnerstall auszubauen. Ich möchte ehrlich gesagt bis mein Ei, das verkaufen wir. Verkaufen, habe ich gesagt. Komm her. Hier rein. Und hutta, jetzt kommt wieder der schwierige Teil. Nein, etwas weiter nach oben. Und ich schaff's nicht, ich bin zu dumm. Ja, wir werfen Geld zum Fenster raus, Leute. Ich hasse dieses Hühner. Ja, klar. Wie ich es hasse, Leute. Ich hasse es. Nichts hasse ich in diesem Spiel mehr als diese blöde Hühnerfütterung. Wenn das so weitergeht, werde ich meine Hühner verkaufen alle und auf Kühe umsteigen, weil... Nein, das geht nicht, Leute. Mir geht... Ich raste hier aus. Schaut, wie viel Futter ich verschwende für den Scheiß hier. Was macht das Huhn da? Was macht das Huhn da? Ja, ich frag besser nicht. Und ich verschieße hier Geld bis zum geht nicht mehr, Leute. Ich schaff's nicht. Bald kann mich das Huhn. Nein, seht euch den Scheiß an, Leute. Ich werde meine Scheißhühner verkaufen und Kühe kaufen. Es steht fest. Ja, ich kauf Kühe. Ich steig auf Kühe um, Leute. Weil darauf habe ich keinen Bock hier. Jeden Tag hier 10 Futter zu verschwenden und außer ich habe jetzt den Dreh raus. Wenn ich es jetzt nochmal schaffe, dann behalte ich mir die Hühner. Nein, natürlich nicht. Eine Chance gebe ich ihnen noch. Eine Chance gebe ich dem Spiel noch. Wirf das! Du blödes. Warum legt das nicht hin? Mann, wie ich das Spiel hasse. Ich bin dir richtig gestanden, aber... Ja klar, jetzt legst du es hin, wo ich falsch stehe, du Trottel. Ja, ich werde hier... Ich bin ein bisschen empfindlich, wenn ich... Auch wenn es im Spiel darum geht... Wenn es darum geht, Geld zum Fenster rauszuwerfen. Genau das mache ich nämlich hier gerade. Ja, das... Das Spiel... Regt mich einfach nur auf mit solchen Sachen. Wir haben... Och, ja Mensch, ja, leg es mal rein, du Trottel. Ja Leute, ich raste, sorry hier, dass ich hier so ausraste wegen dem Scheiß, aber es ist scheiße, das müsst ihr zugeben. Und, ja, noch eins noch, sonst kann mich das dritte Huhn jetzt am Arsch stecken. Ich warte, bis die alle groß, ja, leck mich am Arsch, ich warte, bis die groß werden, die zwei Küken, und dann, ja, dann werde ich schauen, dass ich sie verkaufe, alle drei Hühner. Dann verkaufe ich sie und ich kaufe mir Kühe. Weil das geht wirklich nicht, Leute. Und dazu brauche ich... Zum Glück bekomme ich jetzt durch den Verkauf von den Gurken genug Geld für die Milchmaschine. Die besorge ich mir gleich. Ich habe ganz vergessen, dass wir hier die Silberaxt schon haben. Und einmal und zweimal und... Ich habe einmal zu wenig geschlagen. Ja, genau so. Sehr schön. Und die Dinger verkaufen wir auch noch. Ja. Rein damit dir. Und rein damit dir. Denn diese Hühner gehen mir einfach sowas auf die Nerven. Wie viel Hühnerfutter habe ich jetzt verschwendet? Viel zu viel. Ich hatte 39 Leute. Und ich habe 2 in die Futter. Grube hineinbekommen. Das heißt, Leute, ich habe 12 Futter verschwendet. 12. Das sind 120 G. So wie viel G habe ich? Ich habe jetzt 1995. Dafür geht sich nochmal der Milch aus. Wenn ich mich beeile, komme ich noch rechtzeitig rein. Ja, sehr schön. Ich kaufe mir jetzt eine Milchmaschine. Und dann kaufe ich mir eine Kuh. Ja, ich bin von der Schienenschifffarbe und was du heute für mich tun kannst, ist, ich will ein Werkzeug kaufen. Ich will den verdammten Melker, der was? Ja, ich hab 5G zu wenig. 5G, Leute. Kaufen wir mal die Bürste. Der Typ will mich verarschen. Ich darf das Werkzeug nicht mit haben. Wäre sonst noch etwas? Nee, du Arsch.
Okay, dann machen wir das halt morgen, wenn meine Gurken verkauft sind, Leute. Ich gehe noch schnell nochmal zum Pferd und ich zeige euch mal den Stall nochmal. Ich schaue mir jetzt nochmal den Kuhstall an. Ob der nicht auch so blöd ist. Nein, hier geht's. Hier schleppen sich hierher. Und weiß nicht, habe ich jetzt überhaupt hier Kuhfutter? Nein, ich habe kein Kuhfutter. Aber da stelle ich mich hierher und werf's rein und das ist drinnen. Was kostet denn eine Kuh? Schau ich morgen auch nach. Gut. Was gibt's denn hier zu tun? Ich schau mal, ob hier irgendwo noch Baumstämme sein. Oder so irgendwas. Nein, zum Pferd gehen wir noch. Zu Konokan müssen wir noch. Nein, nicht hier. Hier ist Konoka drin. Wir müssen nämlich noch mal nach. Ja, nein, das war die falsche Taste. Pfeifen. Gut, das war das Pferd. Mit ihr reden. Pfeifen und reden. Die beiden Sachen am besten immer machen. Und dadurch erhöht sich dann. Mal schauen, ist das Pferd, hat das Pferd inzwischen? Nein, hat noch keinen Herz. Kein Herz. Und da kommt der Typi. Dann schauen wir gleich, wir haben jetzt 1995 und der Typik gibt, ja, nimmt die Erzeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden, und wir haben jetzt, wow, fast 1000 bekommen. Wenn ich die eine Gurke nicht verschwendet hätte, wären es glaube ich 1000 gewesen. Den Hund haben wir schon hochgehoben heute, aber gepfiffen haben wir noch nicht, nein. So, dann lege ich mal, was ich nicht brauche. Ich brauche morgen in der Früh nur die Gießkanne. Deswegen lege ich die Axt und das Hacke rein. Weil ich vorhabe, mir die Bürste zu kaufen und wir speichern, während wir schlafen gehen. Ja. Nom nom nom. Gut, und es regnet schon wieder. Okay. Mann, ist das erste Fest im... Kann ich irgendwie... Nein, ich kann nicht in den Sommer vorschauen. So, Hachi hochheben. Von der Tür weg. Pfeifen. Ich brauche nicht immer meine Gießkanne, fällt mir gerade auf. Folge mir nicht nach draußen, Hund. Gut, die bescheuerten Hühner. Gut, das macht, bringt mir wieder Zeit. So, und gehen wir noch mehr Futter verschwenden, Leute. Ja. Yeah. Ja, das Huhn hat... Ja, ein zweites Huhn ist groß geworden. Und es hat ein Ei gedeckt. Denn das eine Huhn hat ja ein Futter bekommen, nur das andere Huhn nicht. So, ich würde jetzt versuchen, mindestens einmal ein Futter hineinzubekommen. Ja, sehr schön. Versuchen kann ich es ja immer wieder. So, sehr schön. Klappt ja im Moment wieder. Wunderbar! Wenn das weiterhin so gut klappt, behalte ich meine Hühner vielleicht doch. Auf jeden Fall denke ich schon über Namen für Kuh nach. Für die erste Kuh, die ich mir kaufen werde. Ich werde erst einmal schauen, bevor ich mir das Werkzeug wirklich besorge, werde ich erst einmal schauen, wie viel eine Kuh kostet. Und denn ich will ja nicht ja, Kuh, wisst schon, dann, dass mir die Kuh nicht leisten kann, wenn ich mir den Melker kaufe. Denn der Melker kostet 2000 und das Bürsten müssen die Kuh auch bürsten. Deswegen werde ich wahrscheinlich mit der Kuh noch warten. Aber jetzt müssen wir zuerst einmal die Bürste kaufen. Die Kuh wird, denke ich, auch 1000 kosten. So wie das Huhn, wenn ich denke, ja, könnte die werden gleich viel kosten. Ich habe jetzt die Axt nicht mit, blöd. Egal. Okay, was können wir jetzt noch bis 10 Uhr machen? Die Hühner sind gefüttert. Also es ist dank des Regens ist alles gegossen. Wir gehen zum Pferd. Ja, zum Pferd. Dann schaue ich mal gleich runter. Hallo Pferd. Ich weiß, hier drin vergeht die Zeit nicht. Nein, das ist nicht das Richtige.
Pfeifen. Ey, Pferd. Nein. Böse. Dieses blöde Pferd, Leute. Es regnet. Geh wieder rein. Ja. Da seht ihr die Intelligenz eines Pferdes. Und mir fällt gerade ein. Ja, wir haben hier noch eine Gurke. Rein damit. Ich muss unbedingt schauen, dass ich im Winter genug Geld habe. Deswegen werde ich im Herbst sehr viel ernten. Sehr viel anbauen. Vielleicht 9 Feldern mit Süßkartoffeln. Denn ich will ja meiner Mary hier, denn die hat im Winter ja Geburtstag. Da will ich dir was Schönes kaufen. Ja, geh auf Tür. Und ja, 10 Uhr. Und rein da. So. Hallo Mary. Was sagst du? Hallo, gefällt dir die Farmarbeit? Ja, sie gefällt mir. Hier bitte für dich. Oh, danke dir, aber darf ich das wirklich behalten? Ja, darfst du. Was sagst du mir jetzt nochmal? Möchtest du mir nicht beibringen, auf einer Farm zu arbeiten? Ich bin hier im Dorf, also sollte ich alle möglichen Dinge lernen. Da seht ihr schon, sie ist schon vorbereitet, meine Frau zu hören. Ja. Ach ja, Leute, ich hoffe, hier, es kann passieren. Mir war letztens ein paar Probeaufnahmen passiert. Ein paar Aufnahmen, die ihr später sehen werdet. Es ist mir passiert, dass es etwas asynchron geworden ist, aber das liegt, glaube ich, an der Videolänge von den einzelnen Parts von Fraps, und hier beim PS1 Simulator werden die eh nicht so lang. Deswegen denke ich, wird das nicht passieren. So, ich will jetzt nur hier schauen, ob ich meine... Ja, du gehst jetzt aus dem Haus. Ich kann meinen Hund gerade nicht verkaufen. Egal. Ich wollte nur schauen, wie viel mein Hund bringen würde, wenn ich es verkaufen würde. Aber geht anscheinend im Moment nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach hier weiter runter. Hier sollte es... Genau, hier ist diese Farm. Die Kuhfarm. Schauen wir mal, was die Kuh kostet. Hallo, OP. Nochmal das nicht der Herr von der Schildschirmfarm ist. Nein, ich rede schon wieder normal. Brauchst du das? Okay. Eine Kuh. Was zur Hölle ist ein Kuhsamen? Eine Kuh kostet 6000 G, Leute. What the fuck? Und was? Facepalm, Leute. Kuhsamen. Gegenstand erklären. Das kannst du benutzen, um eine Kuh zu schwängern. Ja, so funktioniert das, Leute. Nach etwa einem Monat bringt sie ein Kalb zur Welt. Ja, ihr jungen Leute, so funktioniert das. Da draußen in der Welt. Aber eine Kuh kostet 6000. Da werde ich mir vielleicht im Herbst welche anschaffen, Leute. Denn das geht schon mal überhaupt nicht. Mit der Kleinen reden wir auch. Oh je, schlechtes Wetter. An so einem Tag kann ich nicht draußen spielen. Ja, das gefällt dir überhaupt nicht. Dann kann ich den Hund hochheben. Sian, wie geht's dir, kleine Hanna? Oh mein Gott, das ist ein Weibchen. Ja, kann sich mal ein bisschen mit meinem Hund treffen. Ich weiß nicht, ist mein Hund... Welches Geschlecht hat mein Hund eigentlich? Na, ja, aber mein Namen ist es egal, weil Hachi... können alle beide Geschlechter sein. Egal, ich kaufe mir jetzt aber keine Milchmaschine. Denn Kuh ist viel zu teuer, aber ich kaufe mir trotzdem jetzt die Bürste. Die Bürste für das Pferd. Und den Rest behalte ich mir auf. Wenn es regnet, schneidet. Ja, ich kann nicht zu Hause bleiben mehr. Wenn du älter wirst, wird dir schlechtes Wetter mir zu schaffen machen. Gib, verkauft mir was. So. So ein Arsch, er verkauft mir nichts, Alter. Ah, ich bin verarscht. Ist jetzt irgendwas für ein Ruhetag? Wir haben donnerstags geschossen. Gutes. Gut, das lasse ich mir dann einreden. Ich wollte mir eine Bürste kaufen, aber blöd. Wayne. So. Rein da. Wir verschwenden jetzt hier nichts. Wir holen uns unsere Axt. Ja, was kann ich Werkzeugkasten? Ich will die Axt haben. So, Axt. Du geh von der Tür weg, Katschi. Hierher. So, was haben wir?
Ja, Zeit ist auch bald aus, ja, aber ist egal, ich gehe jetzt noch schnell noch etwas hacken, etwas Holz hacken, bis der Tag vorbei ist. Und dann beenden wir mit Ende des Tages auch den Part. Ja, so ist am besten. Und bam! Zwei, nein, das war kein richtiger. Zwei und drei. Was, noch immer nicht? So, jetzt da. Und eins und zwei und drei. Mehr sind hier nicht. Gehen wir noch mal schnell darunter. Und falls ihr Leute irgendwie noch Tipps zum Spiel immer habt, nehme ich immer gerne an. Tipps höre ich immer gerne, aber... Aber wie gesagt... Was irgendwie so Sachen nehmen, macht das nicht und so scheiße, das will ich nicht hören. Zum Beispiel, nein, such dir eine andere Braut oder sowas. Egal, zum Beispiel Tipps, was ich am besten, wie ich Powerbären bekomme und so, wie ich bei Events am besten gewinnen kann. Ich könnte das schon nachschauen alles, aber wenn ihr es mir sagt, ist es viel lustiger. Gut, den holen wir noch. Und das war's. Da ist auch noch einer. Eins, zwei und so, noch ein paar Drogen. Wie kann ich die? Nom, 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 nom. Kann ich die Blumen auch essen? Nein, die kann ich nicht essen. Egal, nehmen wir mit. So, 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 so. Blumen, Blumen, Blumen. Blumen ins Wasser hauen. Ja. Ja, Leute. Haben wir hier noch was? Die Gurken, ich glaube, mit viel Glück. Aber blühen sie noch einmal? Gut. Mal schauen, wie wird das Wetter morgen. Ich will euch ja nicht auf die Folter spannen. Und morgen wird die Sonne. Gut, wir sehen uns dann gleich beim nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao.